Yo, meine lieben Simracing-Freunde, ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und eingeschaltet habt, denn heute wollen wir mal an dem letzten Video anknüpfen, was ich hier auf meinem Kanal gemacht habe. Und das war ja eine Art Testvideo zu Assetto Corsa Competizione. Und ich habe ja mehrere Lobeshymnen sozusagen über diese Rennsimulation hier gesungen im letzten Video. Wer das Video noch nicht geschaut hat, gerne auf jeden Fall auschecken, denn heute in diesem Video möchte ich ja ein bisschen auf die Punkte eingehen, die man in dieser Rennsimulation noch verbessern könnte, denn mir sind einige Punkte gar nicht so bewusst geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so ein bisschen die ACC-Brille aufgehabt, weil ich diese Rennsimulation einfach mega, mega geil finde. Aber wie das im Leben so ist, ist meistens oder es ist eigentlich nie was perfekt. Und deshalb habe ich mir mal aus den Kommentaren aus dem letzten Video einfach mal ein paar Kommentare rausgesucht, die wirklich konstruktive Kritik geleistet haben an ACC und wo ich auf jeden Fall sage, ey, das sind gute Punkte, die diese Rennsimulation auf jeden Fall noch verbessern würden. Und das schauen wir uns mal in diesem Video an. Ich werde in diesem Video euch 5 Dinge nennen, die ACC auf jeden Fall noch verbessern würden. Und damit würde ich sagen, wir starten in das Video. Viel Spaß! Kommen wir zum ersten Punkt und da hat der Christopher Bayer einen Kommentar hinterlassen. Liebe Grüße gehen raus und vielen Dank für deinen Kommentar. Wir fangen mal hier im zweiten Absatz an. Wenn ich was an diesem Game verbessern könnte, dann wäre es ein internes Setup-Tutorial. Denn auch wenn ich mit 90 Stunden eher der Noob bin, möchte ich nicht immer 6 Sekunden hinter dem ersten hinterherfahren. Also geht man raus auf YouTube und sucht sich ein Setup. Aber es gibt so viele unterschiedliche Fahrstile, dass man nur manchmal Glück hat und etwas verbessert. Ich würde mir gerne ein Setup selber bauen, aber habe keine Lust, noch 5 Stunden Fahrwerksgeometrie zu studieren. Ja, vielen Dank für deinen Kommentar und ich kann diese Problematik auf jeden Fall nachvollziehen, denn in Simulationen ist es ja meistens so, ihr habt sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, sehr detaillierte Sachen, die man als Anfänger natürlich nicht versteht, wie man zum Beispiel ein Setup für ein Auto, für ein Rennauto optimal einstellt, was man da beachten muss und so weiter. Deshalb, das ist ja auch nicht nur in Rennsimulationen so, sondern wenn ich jetzt den neuen Flugsimulator spielen würde, dann würde ich ja dementsprechend auch erstmal nicht klarkommen, welchen Knopf muss ich drücken, was muss ich beachten, wenn ich ein Flugzeug fliege oder was für Einstellungsmöglichkeiten gibt es im Endeffekt. Deshalb wäre das auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Sache, wenn man ja beispielsweise eine Art Trainingsmodus für Anfänger hat, wo man ja eine Art Videokurs hat oder wo man einfach verschiedene Aspekte anspricht, die einem Anfänger, sag ich mal, erstmal ein Grundverständnis geben für ein Rennauto, dass man das mit irgendwelchen Skizzierungen oder wie gesagt mit irgendwelchen Videos darstellt in kurzer Form, sodass man erstmal einen groben Überblick hat. Ich bin auch kein Setup-Experte und ich habe da auch wirklich meine Schwierigkeiten, gewisse Dinge zu verstehen. Deshalb kann ich das, wie gesagt, auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und für den blutigen Anfänger ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, in den meisten Simulationen klarzukommen. Deswegen ein sehr, sehr guter Punkt, den man hier erwähnt hat. Und ich musste zum Schluss aber noch eine kurze Sache hier mitgeben, denn du hast ja geschrieben, du möchtest mit einem Setup, sage ich mal jetzt, 6 Sekunden auf den ersten irgendwie gut machen. Und da muss ich dir sagen, es liegt nicht alleine am Setup. Oder das Setup ist nur ein relativ geringer Teil. Die meisten denken ja, ja, wenn ich das gleiche Setup hätte wie der und der, dann würde ich genauso schnell sein. Und im Endeffekt ist es gar nicht so. Die letzten Zehntel, die holst du vielleicht noch mit einem Setup raus. Das auf jeden Fall. Aber wenn du, sage ich mal, 6 Sekunden Rückstand hast auf den ersten, dann sind davon, sage ich mal, 5 Sekunden oder 4,5 Sekunden auf jeden Fall noch mit dem Standard-Setup, also mit dem aggressiven Setup rauszuholen. Denn es liegt, wie gesagt, meistens nicht an dem Setup, sondern eher an seinem Fahrstil, also an der Technik, wie man fährt oder gewisse Dinge, die man einfach noch ja falsch im Kopf hat. Zum Beispiel falsche Bremspunkte, die man gewählt hat oder falsche Linien, die man gewählt hat. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die auf jeden Fall noch vor dem Setup kommen. Und wenn man da absolut am Limit unterwegs ist und wirklich sehr, sehr lange, sage ich mal, seinen Fahrstil perfektioniert hat, dann kann man anfangen, sich auch intensiver mit diesen ganzen Setup-Geschichten auseinanderzusetzen. Das nur mal so als kleinen Tipp. Und wie gesagt, schau dir da auf jeden Fall was von schnelleren Fahrern ab. Du kannst auch hier auf dem Kanal dir ein paar Hotlaps angucken. Da habe ich ja auch ein bisschen was dazu erklärt, worauf es auf den jeweiligen Strecken ankommt. Und dann wird das auch. Kommen wir zum zweiten Punkt und da hat der Adrian Freitag geschrieben, hey, ich bin auch ein ACC-Fanboy, Jawolski, willkommen im Club. Und das ist definitiv meine Lieblingssim. Trotzdem finde ich, dass es einige negative Punkte gibt und die du hier nicht beachtet hast, bei denen man sich aber teilweise auch fragt, was sich Kunos dabei gedacht hat. Zum Beispiel, also er hat hier 2 Punkte genannt, die sind auch sehr, sehr gut. Der Karrieremodus ist ziemlicher Müll und ich weiß, du hast dich nicht viel damit beschäftigt, richtig. Nicht schlimm, aber ich muss darüber sprechen. Das würde aber den Rahmen total sprengen. Es gibt ein relativ interessantes Video dazu.
Das möchte ich jetzt natürlich nicht einblenden, aber ich habe mich jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Karrieremodus. Bevor wir dazu kommen, nochmal kurz die zweite Anmerkung. Obwohl es auf der Webseite immer noch steht, gibt es kein Matchmaking-System, das so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Die Gewichtungen sind kein Ersatz, da sie auch nicht wirklich funktionieren. So, kommen wir erstmal zum ersten Punkt, der Karrieremodus. Da habe ich mich jetzt ein bisschen schlau gemacht und habe auch selber nochmal kurz reingeschaut. Und der Karrieremodus an sich, ja, soll wohl, ich habe ihn jetzt nicht gespielt, also ansatzweise nicht so viel gespielt wie manche hier in den Kommentaren. Und der Karrieremodus soll wohl sehr, sehr trocken sein, sehr, sehr, ja, unmotivierend, sage ich mal. Also man wird einfach stumpf durch einen Rennkalender geschickt und soll einfach Rennen fahren, also ohne eine, ja, passende Präsentation, was sowieso bei Simulationen immer so die Sache ist, diese ganze Präsentation. Es wird dann auch oft immer verglichen mit zum Beispiel, ja, guck mal zum Beispiel in den F1-Spielen, da ist das ja richtig geil mit diesem ganzen Drumherum. Genau, darauf liegt ja auch der Fokus bei denen, aber dafür haben die zum Beispiel auch nicht so eine ausgefeilte Fahrphysik. Ne, klar, es wäre super, super geil, wenn dieses ganze Renngeschehen noch detaillierter mit dieser ganzen Stimmung dargestellt werden könnte. Aber wie gesagt, darauf liegt bei den meisten einfach nicht der Fokus und deshalb wirkt das Ganze manchmal auch so ein bisschen trocken. Und auch bei dem Karrieremodus ist es wahrscheinlich leider so, dass Kunos sich gedacht hat, okay, der Hauptfokus liegt auf der Online-Competition und deshalb stand der Karrieremodus, ja, wahrscheinlich hinten an. Und es ist auch von meiner Seite aus auf jeden Fall kein Singleplayer-Spiel. Assetto Corsa Competizione ist auf die Competition ausgelegt, deswegen heißt es ja auch Competizione. Und es ist einfach darauf ausgelegt, dass man online ein richtig geiles Erlebnis haben kann, dass man geile Fights haben kann, dass man ein gutes Rating-System hat und dass man dementsprechend geile Rennen haben kann. Und da kommen wir auch schon zu deinem zweiten Punkt mit dem Matchmaking-System. Und da muss ich dir absolut recht geben, das Matchmaking-System, so wie man es sich vorstellt, besagt ja dann, man hat ein gewisses Rating, was aus einer gewissen Punktzahl besteht und dementsprechend weiß das Matchmaking-System, okay, derjenige Fahrer wird anderen Fahrern zugeordnet, die in einem oder auf einem ähnlichen Level sind. Und diese Funktion findet ja momentan eigentlich gar nicht statt in Assetto Corsa. Man hat seine Competition-Rennen, wo man ein CP-Rating hat, also ein Competition-Rating, und wo man dann in die jeweiligen Splits sozusagen eingeteilt wird. Aber man kommt quasi nur anhand dieses einen Ratings oder, ich weiß nicht, ob doch mehrere Punkte dort reinziehen, das wäre auch mal interessant zu wissen, aber hauptsächlich ist wahrscheinlich das CP-Rating oder auch generell, wie man auf den jeweiligen CP-Rennen abschneidet, das sind die Faktoren, mit welchen Fahrern man dann in ein Competition-Rennen kommt. Aber da hast du dann teilweise auch Leute dabei, die einfach 2, 3, 4 Sekunden schneller sind als diejenigen, die ganz hinten fahren. Und da wäre es auf jeden Fall noch besser, wenn das alles besser gematcht werden würde. Deshalb auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Punkt. Man sieht es ja zum Beispiel auch in iRacing, das habe ich auch oft gelesen. iRacing hat ein sehr, sehr gutes System, was diese ganzen Rennen angeht. Also man kommt da aufgrund des iRatings in die verschiedensten Klassen und fährt dann dementsprechend auch gegen einigermaßen gleich schnelle Leute. Und sowas wäre auf jeden Fall für Assetto Corsa Competizione auch noch sehr, sehr cool, wenn das noch genauer alles, ja, gematcht wird und wenn man da ein besseres Rennerlebnis in diesem ganzen Competition-Rennen haben könnte. Auch wenn ich persönlich sagen muss, in den Competition-Rennen hatte ich bisher sehr, sehr viel Spaß und mich hat es, ja, nicht gestört, aber es wäre natürlich besser, wenn man es noch weiter perfektionieren würde. So, kommen wir zum vierten Punkt und da hat der Explo2224 geschrieben, einen Schwachpunkt könnte man nennen. Dave Gaming hat das mal in einem Stream angemerkt und man sieht es hier sogar im Video. Die Wartezeit für Competition-Rennen sind viel zu lang. Wenn man in einem CP-Rennen mal Pech hat und sehr, sehr früh raus ist, dann muss man sehr, sehr lange warten, bis man wieder ein CP-Rennen fahren kann. Das kann frustrieren. iRacing, Forza oder GT Sport zum Beispiel machen das um einiges besser. Auch ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, denn es ist tatsächlich so, dass ihr in Assetto Corsa Competizione Competition-Rennen ab 16 Uhr bis, glaube ich, 21, 22 Uhr im 2-Stunden-Takt ungefähr habt. Und wenn ihr da wirklich mal ein Rennen dabei habt, wo ihr euch wirklich drauf gefreut habt und dann werdet ihr nach der ersten Runde irgendwie abgeschossen, dann müsst ihr tatsächlich, ja, knapp 2 Stunden warten, bis ihr einem neuen Competition-Rennen beitreten könnt. Und da wäre es vielleicht mal so, ich weiß nicht, wie genau es in iRacing oder so oder in den anderen Rennsimulationen ist. Da wäre es tatsächlich besser, wenn man, ja, mehrere Optionen hätte. Wenn man einfach mehrere Server hätte, wo einfach, ja, verschiedene Kombinationen gefahren werden oder so. Oder dass man da einfach nicht so eine lange Wartezeit hat. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, der ACC definitiv nochmal, ja, verbessern würde und das Ganze
drumherum einfach nochmal angenehmer machen würde von den Wartezeiten her von den Competition-Rennen. So, kommen wir zum letzten Punkt und danach gibt es nochmal einen kleinen Bonuspunkt, den sich wahrscheinlich jeder, wirklich jeder hier in Assetto Corsa Competition wünschen würde. Aber kommen wir erstmal zu Punkt Nummer 5 und das ist das Serversystem bzw. der Netcode. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, mit dem ich zum Glück bisher nicht so viele Probleme hatte. Aber hier und da hatte ich auf jeden Fall auch Rennen dabei, wo ich eine ja, sehr, sehr schlechte Verbindung hatte, beziehungsweise wo der Ping von anderen Fahrzeugen ja, hin und her geschwankt ist oder wo die Fahrzeuge, ihr kennt das ja, wenn die Fahrzeuge so hin und her warpen sozusagen und du das nicht wirklich einschätzen kannst, wo der sich jetzt gerade befindet. Und das ist natürlich in einer Rennsimulation sehr, sehr, sehr gefährlich. Ich bin jetzt bei dem Thema Server generell überfragt, was es da für Möglichkeiten gibt aus technischer Sicht, wie man das Ganze verbessern könnte. Aber es wäre natürlich ja, vom Vorteil, wenn das Ganze sehr, sehr stabil läuft. Wie gesagt, ich habe nicht so viele negative Erfahrungen gesammelt. Größtenteils klappt das sehr, sehr gut. Aber ich kann auf jeden Fall die Punkte, beziehungsweise ich kann die Personen verstehen, die da häufiger Probleme mit haben und die dann sagen, ey, das ist ätzend, so Rennen zu fahren und so macht das Ganze keinen Spaß. Deshalb für ja, die generelle Stabilität oder den Netcode an sich wäre das auf jeden Fall gut, wenn man da eine sehr, sehr stabile Basis schaffen könnte, auch wenn ich da nicht so viele Probleme mit hatte. So, Freunde, und jetzt kommt der inoffizielle Punkt Nummer 6, der direkt an Kunos geht und das ist eigentlich mit der allerwichtigste Punkt für die meisten wahrscheinlich da draußen und zwar, ich habe es keine Ahnung wie viel mal gelesen in den Kommentaren, Leute, bringt doch einfach die Nordschleife mal in Assetto Corsa Competition. Was ist daran so schwer? Was ist das scheiß Problem daran, die Nordschleife hier einfach mal reinzupacken? Leute, hallo! Ja, ich bin auf jeden Fall eurer Meinung und klar, es ist nicht so einfach, wie ich das jetzt hier so darstelle, mal eben die Nordschleife da reinzupacken. Das Problem ist ja einfach, dass die Lizenzen, also es wird sich ja auf eine Rennserie konzentriert und wenn in dieser Rennserie keine Nordschleife enthalten ist, dann sieht es sehr, sehr schlecht aus mit der Nordschleife. Unsere Hoffnung, die aber noch besteht, wäre, dass vielleicht noch andere Rennserien in ACC irgendwann Platz finden werden und dass da vielleicht die Nordschleife mit enthalten ist. Ich weiß es nicht. Wenn einer mehr weiß, dann kann er es gerne in die Kommentare hauen. Aber klar, die Nordschleife wäre natürlich das ultimativ geilste überhaupt mit dem Tag-Nacht-Wechsel, mit dem Wettersystem, mit diesen Fahrzeugen, also einfach mit Assetto Corsa Competition. Ich muss gar nicht mehr da viel zu sagen, Freunde. Und das wäre einfach nur geil. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Mit diesen Worten würde ich sagen, check gerne meine anderen Videos aus, hier rund um Assetto Corsa Competition, denn es gibt einiges zu sehen hier auf meinem Kanal. Packende Renn-Action, Tutorials, alles das, was ihr haben wollt, meine lieben Simracing-Freunde. Und in dem Sinne sage ich, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Haut rein und lasst gerne ein Abo da. Ciao. Ciao.